Und willkommen zurück auf dem Minecraft bei einer weiteren Folge auf dem Mirazo-Server. Das Server ja läuft nicht mehr lange, aber wir sind noch drauf und wir haben in der letzten Folge jetzt hier die Melonenfarm gebaut. Und wir sehen, dass sie ziemlich effektiv, ja, haben noch nicht viel gemacht, weil sie erst gerade zu Ende gewachsen sind. Aber wir haben immerhin schon 6 Melonen, also 2 sind schon gewachsen, weil die geben immer so durchschnittlich 3. Und jo, ich habe hier mal und so ist nicht viel los hier. Wir gucken mal hier. Wir sind schon bei Tag 4567. Also ist schon eine enorm riesige Zahl. Ui. Und dann gucken wir mal. War ich hier nicht? Doch, da ist die Hühnerfarm. Also ich habe schon ein bisschen die Orientation verloren. War schon lange nicht mehr drauf auf dem Server. Und jo. Wir gucken mal hier einmal durch die Hühnerfarm durch. Wir nehmen mal die ganzen Eier auf. Ja, nicht so viel. Und dann können wir alle 3 wieder hinsetzen. Ein Hühnchen. Lohnt sich nicht. Haben wir da vielleicht noch was? Federn? Nö, gar nichts. Haben wir. Und dann können wir mal wieder zurückfliegen zu meiner wunderschönen Riesenbase. Ist das ein Loch? Nee, ist. Warum sind hier so abartig viele Schildkröten? Ich weiß, das ist hier die Schildkröten. Hier ist ja meine Schildkrötenfarm. Aber nicht so viele. Alter, eklig. Ich habe hier ein Loch gemacht, dass sie nur erst, wenn sie groß sind, rauskommen. Aber Alter, ich will keine. Droppen die was? Nö. Seegras droppen die. Und was soll ich denn mit Seegras anfangen? Achso, damit kann ich sie anlocken. Weg hier alle. Weg hier. Alter. Kannst du da was. Oh ne, jetzt kann ich sie auch. Ich kann sie auch also damit paaren. Also mit dem, was ich sie kille, kann ich sie wieder paaren. Toll. Also damit kann ich Eier holen. So, ein bisschen davon. Die grill ich noch ein bisschen. Alter, ich will nicht so viele haben von den Dingern. Alter. Das wird ja lustig. Ich fliege am besten mal schnell raus hier. Und dann nehmen wir uns ein paar Schildkröten und paaren die mal alle. Ein bisschen zusammen. No, da kommt noch eine. Kommt noch eine. Irgendwo eine. Da, fertig. Okay. Jetzt habe ich 3 Stück gepaart. Vielleicht legen sie da irgendwo jetzt Eier. Und wir gucken mal in der Base. Ja, das kann weg hier. Das kann schon mal weg. So. Das brauchen wir nicht. Und hier die Farm. Jo, funktioniert auch nicht mehr so ganz gut. Ja, denn die Chancen sind ja nicht geladen, wenn ich gerade nicht online bin, dann läuft ja auch nichts, was wir sehen. Ich war 3 Tage nicht online und das Netherwasser ist nicht gewachsen, weil der keiner hier in der Nähe ist. Deswegen ist auch die Melonenfarm, habe ich die ganz hinten hingebaut, damit da auch was läuft, mal vernünftig. Und ich habe auch, glaube ich, die Sounds gerade aus, aber interessiert mich gar nicht so sehr. Die Folge wird heute nicht so lang sein, aber ja, eben. Hier ist eine schöne Blume. Hier war jemand, die Blume war nicht drin. Aber hier hat sich nichts geändert. Ist immer noch alles genauso wie vorher. Oben hat sich angeblich auch nichts geändert. Ich guck mal hier in unsere Mob-Drop-Kiste. Ja, ein paar Pfeile. Aber ich brauche keine Pfeile für gar nichts. Brauche ich Pfeile. Essen haben wir noch. Ich hole vielleicht noch ein bisschen Essen. Das könnten wir heute machen. Wir holen uns ein bisschen Essen. Da ist Essen. Meine hauptsächlich Essensquelle ist ja nicht wie ein Stranded. Da ist ja das Problem, dass ich immer anderes essen muss. Hier ist aber egal. Hier kann ich 20 Steaks vom gleichen essen. Das kann ich genauso essen wie vorher. Und ich könnte mich mal für ein bisschen Essen kümmern, denn Essen ist ziemlich wichtig hier auf dem Server. Und dann kann man verhungern eben, ohne Essen. Hier ist auch irgendwo ein sehr schönes Biom, das zeige ich euch mal, Leute. Was sehr selten ist und wir haben es direkt hier... Na, jetzt kann ich mehr sprinten. Hier, das Blumenbiom. Das ist alles per Hand generiert, also nicht per Hand, also durch Minecraft alles generiert. Und jede einzige von diesen Blumen ist schick. Und wir haben hier ein Loch und das ist alles so klassisch. Solche Biome. Wir fliegen mal ein bisschen hier raus. Hopp. Und wir sehen, das ist ein großes Biom. Alles ganz, 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 ganz viele Blumen hier. Blümchen. Und hier ist direkt dieser trockene Berg. Und auf einmal hier ist also wieder das Grün. Also ist ein bisschen nicht real, aber sonst. Ja, es leckt ein bisschen hier, wenn man mit der Lytra rumfliegt. Weil hier Chunks ja generieren müssen und man sieht ja noch nichts. Wenn man voll irgendwo gegen die Wand fährt, fliegt. Ui, ich sollte mal wieder zurückkommen. Shit. Hier. Jetzt habe ich den Weg zurück verloren. Ich glaube, es ging da lang. Jo. Ja, da über dem Blumenberg und dann wieder zurück. Jo. Da, die Beacons. Ich guck mal, wie es eigentlich der Mobfarm geht oben. Hm. Die Villager, wenn die noch leben, dann sollte es der Farm noch eigentlich gut gehen. Die Villager passen ja ganz gut auf die 2 Dorfbewohner drin. Ja. Na, alles gut. Habe ich gemacht, damit unten hier drin, also die Mobs immer in die Mitte laufen und nicht da irgendwo hängen bleiben. Und hier ist ein Loch. Hier ist ein Loch, einfach ein Loch. Komisch. Ich guck mal rein. Kein Wunder, dass hier nichts braucht, wenn hier ein Loch ist. Ich verstehe schon irgendwie, warum die Farm nicht so effektiv ist, wenn hier ein Loch ist. Ist irgendwie auch ganz logisch.
Und die Beans produzieren auch. Ja, hier ist auch noch ein Loch. Das muss weg. Und jetzt mache ich hier noch einen. Ja. Die Beacons sind auch ein Problem. Ja. Die machen Licht. Also da haben wir jetzt das Problem, worum es nicht geht. Ui. Und hier sind aber dafür 100.000 Millionen Mobs. Oh ne, nur ein Creepy. Ein Creeper nicht explodiert. Och ne, zwei Creeper. Das ist lustig. Gegen zwei Creeper zu betteln. Oh, der stirbt gleich. So, der ist weg. Der ist auch noch weg. Und den anderen mache ich mal mit Vollbogen weg. Mit Vollgas. So. Insta-Kill nennt sich sowas mal. Fliegen wir mal raus und fliegen hier sofort wieder rein. Und was könnten wir machen, Leute, heute? In der Folge könnten wir hier ein bisschen üben, Elytra zu fliegen, aber nee, wäre nicht so spannend. Ja, manchmal geben wir auch die Ideen aus, also was wir alles gemacht haben, haben wir ganz viel geschafft, so. Redstone Survival, ja, eben. Hier können wir ganz schnell mal landen. Und guck mal, nee, noch nichts gespawnt. Scheiß Melonenfarm. Die Random Tick Speed ist auch. Das Schweinchen nehme ich auch gleich mit mal. Hopp. Ja, super. Schweinis werde ich jetzt überall grillen, sofort, wenn ich jemanden hin. Und ich vermisse es, dieses Feature aus dem First Blended, dass man einfach Rechtsklick machen muss. Und dann wird es abgeerntet und man muss nicht die Seeds nachlegen. Das war so geil. Aber nee. Ist leider nicht Vanilla. Yay. Ui, shit. Hier brennt alles. Da war ein kleines Lagerfeuer. Hier haben wir Melonen. Die kann ich mitnehmen. Ich nehme Melonen mit. Sowieso, wenn hier keiner ist, dann kann ich die ja mitnehmen. Sowieso, die brauchen ja nur eine Nacht zum Wachsen. Und bis jemand kommt, ja, merkt er es gar nicht. Da ist schon die nächste gespawnt. Geht ja schnell. Und ja, wo gehen wir jetzt hin? Meine Raketen sind gleich aus. Also es könnte vielleicht eine Challenge sein, mal wieder Raketen zu bekommen. Ich habe noch 4 von diesem Gunpowder. Ich brauche mehr Gunpowder, also das könnte ein Problem werden für uns, oder? Das heißt, Creeper jagen. Also erstmal in die Base zurück und erstmal das gleiche. Jetzt werden wir mit den Creepern was machen. Ui, oh shit. Voll unter Wasser. Ui. Wirklich. Erstmal hier in die Base rein. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo vielleicht noch ein bisschen Gunpowder haben. Und das können wir gut gebrauchen gleich. Ja, hier ist noch ein bisschen Gunpowder. Wer hat das hier reingelegt? Gunpowder nicht. Ist kein Gunpowder. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Nipp, hier ist nichts. Aber hier liegen über so einzelne Items drin. Halt. Legen überall irgendwelche Leute, laufen hier rum. Legen hier Items rein und ja, und danach gar nichts. Bleiben die auch da drin und keiner will die haben danach. Also, ja. Wir machen da mal was Nützliches draus. Hier habe ich das ganz nice gemacht, gelöst, dass man das in dem Boden hat. Verbraucht zwar Holz, aber ist irgendwie ganz nett. Wir craften mal Papier nochmal. Ich bin zu blöd, um Papier zu craften. So, oder? Ja, so. Craften mal Papier. 18 Papier und jetzt brauche ich 1, 2 oder 3. So. Und das muss ich dann verteilen. Ja, 15 Stück haben wir bekommen. Also ist nicht viel, wieder mal, aber ja. Lohnt sich. Irgendwo war eine Raketenkiste. Ja, da. Und ich crafte sie mir. Das ist so abartig, wenn man abartig so blöd ist dafür. Dass man auf einmal wieder welche craftet. Und was wir jetzt machen könnten, wir können mal ins End fliegen. Das wäre jetzt mal was Interessantes. Das tun wir jetzt auch mal ganz fast. Oder noch besser. Wir fliegen in den Nether. Ja, das machen wir. Im End haben wir schon alles ungefähr entdeckt, aber im Nether, da haben wir noch nicht viel gemacht. Also da irgendwo hinten war ein Portal. 12 reicht das überhaupt? Ne, ich muss mehr holen. Sorry Leute, aber das reicht nicht. Wenn wir unsere Reise in dem Nether lang machen wollen, reichen 12 Raketen nie im Leben. Jetzt Vollspeed, landen hier bitte. Hopp. Einmal schnell die Speeds bekommen. Jetzt hier einmal durchsprinten. Ui. Und dann hier hin und gleich ein paar Raketen holen. Auch einen halben Stack hole ich mir und den Rest kann ich hier. Und dann fliegen wir mal zum Nether, Leute. Und das wird sicher gleich ganz spannend, was wir da alles entdecken. Denn Nether haben wir kaum entdeckt noch. Nether haben wir nicht viel gemacht. So. Und wir fliegen jetzt zum Nether-Butter, obwohl da Spawn auch, also ich will mal das nehmen. Dann vielleicht spawnen wir hier aber woanders. Jetzt mal durchfliegen. Ne, hat's nicht geklappt. Manchmal, wenn man richtig landet. Oh shit, jetzt kommen wieder 100.000 Millionen Spinnen auf mich zu. Nein, weg, 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 weg. Ich kann nicht schlagen, wenn ich im Portal bin. Alter, unfair. Och ne, jetzt sind sie alle im End. Alter! Oh, scheiß Spinnen hier. Muss ich alle mit dem Bogen grillen. Und im Nether ist jetzt auch eine Spinne da. Im Rumturnen. Habe ich noch. Okay, man kann.
Hier ist ein Skelett. Was ist das für eine alte Scheiße hier? Und ein Gas ist auch noch direkt am Start. Alter. Grill, geil. Das wird ja nice hier. Lustig. Lustig. Ich werde sehr viel Spaß haben hier, glaube ich. Wo ist ihr scheiß Gas da? Von gerade. Ist er schon tot? Nee, ist er vorabgehauen. Da ist er. Treffer. Nice, der ist weg. Jo, Leute, das wird hier ziemlich lustig. Habe ich einen Anzünder? Nope. Also, wir haben nur das eine Portal und wenn wir das verjagen, dann war's das. Das sind ja doch alles Krater von unserem netten Besuch von dem Widder-Dings da. Danach habe ich sie alles in so einem Obsidian-Käfig da alle geklatscht, aber ja. Die ersten zwei hat nicht so gut geklappt damit und deswegen, ja. Ich fliege ein bisschen durch. Oh, das wird richtig geil. Keep Inventories an. Da ist noch ein Gas, das grill ich nochmal. Alter, habe ich's down? Nein, habe ich nicht. Ganz entspannt rumfliegen. Ich muss immer versuchen, auf Speed zu bleiben. Wo ist das Ding? Da ist es. Hoch. Hochbleiben. Ja, nice. Und jetzt einmal Speed nehmen. Down. Nein, nicht down. No, Chef, die sind in der Brand, da sterben die nicht. Ich brenne. Und meine Rüstung brennt auch. Und was macht er da unten? Alter, sowas von unfair. Da kann ich ja gar nichts gegen den machen da unten. Ich brenne immer noch. Das Gas. Oh, das Gas oder der Gas? Keine Ahnung. Ich klatsche ein paar Mobs so ein bisschen. So, da. Hat mich genervt, weil es da unten stand. Hier ist irgendwo Feuer. Hier ist ein Gas mal explodiert. Nein, Creeper nicht. Also. Neue Länder, wir kommen. Und was haben wir in Lavasee? Einen wunderschönen Lavasee mal wieder. Kein Wunder im Nether. Wir können mal an die Netherdecke gehen. Hier ist eine Festung, die wollen wir aber nicht. Wir haben genug Festungsmaterial. Schon. Also ich habe genug. Andere Leute werden sicher da reingehen. Also ihr wisst jetzt, es gibt noch weitere. Alter, hier kann ich nicht fliegen. Hier muss ich wieder mal laufen. Hier ist ein Gang. Hier haben sich irgendwelche Leute mal durchgegraben. Das ist doch. Das kann gar nicht während sowas generieren hier. Nope. Kommt man gar nicht raus. Alter, was ist es hier für ein Scheißgang? Es gibt hier schon so kleine versteckte Räume, aber hier unten ist auch nichts. Ja, die Generation von Minecraft ist mal scheiße, die ist hier. Ein weiterer Grund, warum ich den Nether nicht mag. Weil er scheiß generiert immer. Weil es so der Bereich ist, der erst generiert, wenn man auch kommt. Fehlt auch, aber hier gibt es nicht so direkte Regeln, wie das spawnt. Und ja, hier geht's auch richtig. Okay, hier geht's richtig weiter. Man muss immer eigentlich nur dem Lavasee folgen, da findet man schon was. Jo. Nice. Sieht das aus. Lavasee fliegen. Ich sehe so gut wie gar nichts. Ich muss kurz die Video-Settings hochschrauben. Sonst sehe ich gar nichts. Das mal. Könnte ich holen. Und zum Glück, ich sag mal danke, dass wir nicht diesen Temperaturmodell haben. Oh, shit. Ich bin viel zu schnell. Ich kann den nicht. Grillen! Alter, hier sind sogar zwei. Nice, den habe ich erwischt, glaube ich. Nip, habe ich nicht. Ja, der eine hat sich den anderen gegrillt. So, den habe ich noch bekommen. Und wo ist der andere? Da unten. Den grill ich von unten mal. Hui. Weg damit. Baf. Weg ist er. Yay. Yeah. Und hier, wir sehen, die Lava generiert neu. Also das heißt, diese Gebiete waren noch nicht generiert. Weil hier die ganze Zeit ja Lava runterfließt und das kann nur passieren, wenn die Chunks neu generiert sind. Und hier sieht das vielversprechend aus. Ja, ist es auch. Und eine weitere Festung haben wir. Nether Innermans haben wir hier. Ja, umsonst. Ist eine ganz angenehme Reise hier durch Nether. Nice. Jo, hier sind ein paar von diesen Zombies. Oh, geil! Shit, oh, Alter. Wir sind gerade ganz kurz voll daneben geflogen. Mit Vollspeed. Wir sehen hier schon die ersten Generierungsfehler. Ja, also diese kleinen Wolken da. Alles kleine Generierungsfehler. Hier sollten wir drüber fliegen. Ja, eben. Hier sehen wir es, diese Dinger hier sind alles so Fehlerchen. Nope, hier kommen wir nicht raus. Okay, hier ist wieder so ein... Und eine weitere Festung. Yay, geil. Hoch. Und jetzt fliegen wir drüber. Einfach drüber hinweg. Okay, ich habe von den Raketen eigentlich noch genug. Leck. Ich sehe nichts. Es sieht mir nach Ende aus. Magma Cubes. Yay, endlich. Da kann ich endlich mal ein Item finden, was ich noch nicht hatte. Magma-Dinger. Wow. Die spawnen nur unter ganz bestimmten Bedingungen.
Und die machen. Ah, und außerdem machen sie Riesendamage. Nur zur Info. Und die Clan kann dich auch angreifen. Ja. Ah, nein, die machen gerade Feuer. Ich dachte, die machen noch Feuer. Alter, hier ist noch großer. Naja. Okay, ich sollte hier mal weg. Bevor die mich noch hier grillen. Und ja, wir fliegen mal weiter. Wir sehen, hier generiert es immer wieder neu. Und jo, wir könnten auch mal... Oh, Alter. Ja, Leute, jetzt sollten wir die Folge beenden. Das war scheiße, gerade hier der Flug. Und da kommen die Zombies und ich gehe vom Server runter. Das war's gewesen mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Die Folge nicht so lang, nicht so spannend. Wir haben ein bisschen erforscht. Wir haben scheiße erforscht. Wir sind einfach mal gestorben. Aber sonst nicht, was ganz nice. Also vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald und ciao, Leute.